Hallo, herzlich willkommen zu diesem ASMR-Video. Wir befinden uns gerade am Münchner Flughafen auf dem Weg nach Tokio. Der aktuelle Flug wird in einer Stunde stattfinden und deswegen warten wir hier. Spaß, ist kein ASMR-Video. Wir sind gerade in der Ruhe-Area, deswegen teste ich auch gerade das Mikrofon, was echt witzig ist, weil es funktioniert tatsächlich. Asta und ich, wir werden uns nach Tokio begeben. Und zwar für 2 Wochen lang. Der Gute ist am Dösen da drüben, deswegen mache ich das jetzt erstmal hier alleine. Ja, wir werden 2 Wochen da sein. Wir fliegen heute hin. Heute ist der 13. und wir fliegen am 30. zurück. Und ich nehme euch ein bisschen mit, so gut wie ich kann. Und ja, ich werde das 4. Mal vor Ort sein. Asta wird das 1. Mal vor Ort sein. Deswegen werde ich euch ein paar erste Momente festhalten, weil ich finde es immer wieder sehr schön, wenn jemand das 1. Mal in Japan ist. Das ist so. Ich ergötze mich immer so richtig daran, wenn jemand alles zum 1. Mal sieht. Und wow, mein Gott, so viel Lichter und wow, so sauber und die Leute sind so cool. Wow, wow, wow. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, wünsche euch viel Spaß und bis dann. Tja, wir sind jetzt, oh Gott, ich fall gleich runter, auf dem Weg zum Flugzeug. Bist du aufgeregt? Ja. Bist du müde? Ja. Schläfst du gleich? Ja. Ich hoffe, man hört mich. Leute, ich brauche kein Business Upgrade. Der Platz neben mir ist einfach frei. Ja, ich kann mich hinlegen. Wir haben auch ein Menü. Wir haben heute im Angebot Sushi, Soba, Curry, Teigtaschen, Früchte, Snacks, Frühstück auch. Oh. Nice. Marcel stinkt, der hat die ganze Zeit richtig rumgefurzt, der hat richtig blöd. Sagst du, dass wir jetzt gerade landen? Ja. Ja, also das war so unangenehm neben ihm. Nur rumgefurzt. Hast du denen gesagt, dass du den Fuji gesehen hast? Ja. Ich habe den Fuji gesehen. Ja. Hallo. Hallo, wir sind jetzt angekommen. Ich hatte, glaube ich, 2 Stunden Schlaf oder so, weil auf Toilette habe ich mich im Fresh gemacht. Und wir machen jetzt alles Organisatorische. Das bedeutet, Passmo-Karte besorgen für Marcel, Geld abheben etc. Zur Unterkunft fahren und dann holen wir die SIM-Karte von Hauke ab, damit wir auch hier streamen können. Während ihr schlaft, sind wir hellwach. Geht los. Hier sehen Sie einen Mann, der zum ersten Mal die japanische Klospülung genutzt hat. Was hast du denn gemacht? Kannst du es lauter sagen, bitte, dass alle hören? Also ich bin ja ein bisschen jetzt unterwegs. Ja. Und dann war ich halt ein bisschen sweaty. Ja. Und ich habe mir extra so halt Umtauschkleidung halt schon in dieses Handgepäck reingepackt, ja, um es zu wechseln, meine ich. Und als ich auf Toilette war, habe ich aber jetzt nichts gesehen, wo man sich halt kurz so frisch machen kann. Ja. Und dann habe ich halt von dieser Transformer-Toilette diese Arschabspritzfunktion benutzt, um kurz mich unter den Armen sauber zu machen. Aber das ist ja nicht schlimmer, als hätte ich die Toilette berührt. Nö, das macht ja jeder. Ja, aber ist das denn schlau oder ist es jetzt... Ist das, aber es ist ja sauberes Wasser, oder? Ja, bestimmt. Sag jetzt! Oh nein, nein, es ist sauberes Wasser. Nein, ist alles gut, Wasser. Es ist sauber. Okay, okay. Hast du aber auch dein Purpose abgesprudelt? Ich hab alles. Alles? Wie war das? Du hattest recht. Es ist einfach, wenn ich zurück bin, will ich auch sowas haben. Ja. Also das hier, der ist immer lecker. Das ist halt Grüntee und das ist halt auch, das ist auch ein bisschen süßer. Echt? Das ist Milchtee. Ich glaube, das spricht mich an. Na, dann nimm das. Aber das ist nur grüner Tee. Probier's. Okay. Anpiepen. Passmo. Sehr gut. Ja. Schön. Jetzt aber, ja? Ja, das ist guter Tipp. Ist gut? Jo. Jo? Jo. Das freut mich. Nämlich.
aber jetzt einen kleinen Zwischenstopp gemacht, weil irgendwie hat uns, wurde uns die falsche Adresse geschickt für die Unterkunft. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen verirrt und wir müssen noch ein bisschen laufen, aber das ist gar kein Problem. Ich bin so froh. Ich bin so glücklich, einfach hier lang zu laufen. Es ist aber so schön, wieder hier zu sein. Ich genieße das so sehr. Oh, ein Taubsi. Ein süßi Taubsi. Ein feini Taubsi. So, wir sind jetzt in unserer Unterkunft angekommen. Ich habe es irgendwie immer noch nicht so richtig realisiert, dass ich wieder zurück bin. Es ist so, ich bin so übermüdet. Ich habe 2 oder 3 Stunden maximal geschlafen und die Nacht davor auch nur 3 Stunden, weil ich so aufgeregt war. Und jetzt bin ich einfach wieder in Tokio. Das ist so krass. Es ist so, ich kann euch das nicht beschreiben. Das ist so ein krasses Zuhause-Gefühl. Also nicht, ich muss das jetzt erstmal wieder raffen, dass ich hier bin. Es wird erstmal ein bisschen nochmal kurz entspannt, ein bisschen runtergekommen. Und dann fahren wir zu Hauke. Vielleicht noch Shibuya. Ich glaube aber nicht, dass wir das schaffen. Wir sind echt super, super müde. Ich weiß auch nicht, ob ich doof bin, aber ich habe das Gefühl, der Himmel hier ist einfach viel blauer. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass der Himmel hier einfach 1000-mal blauer ist als in Deutschland. Oder ich bin einfach doof und keine Ahnung. Ja. Thomas, du bist jetzt schon ein paar Stunden hier. Ja. Was ist dein erster Eindruck? Sehr sauber. Oh Gott, ja. Überall trinken und essen. Ja, ich wacke so. Ja. Sehr ruhig. Ja. Gelassener. Ja. Viel mehr Soundkulisse, aber nicht unangebracht oder sowas. Also, wenn du zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehrsmittel fährst, hast du halt viel Sound und viel Durchsagen und sowas. Ja. Nichts wirkt auf einen penetrant. Das ist halt wie so eine kleine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt die größte Stadt der Welt, aber trotzdem fühlt man sich so, als wäre man teilweise auf dem Land. Naja, wir waren ja noch nicht in den großen Ecken. Ja, das kann ja sein. Aber ich meine damit halt von der Atmosphäre her, weil das halt alles so nicht gestresst ist. Es stinkt nirgends. Ja. So, also im Vergleich zu Berlin ist das der größte, es ist ein riesiger Kontrast. Und es wirkt halt sehr organisiert alles, ne, und strukturiert, aber trotzdem nicht gehetzt. Danke für das Interview. Machen Sie die Kamera jetzt aus oder ich rufe die japanische Polizei? Mach mal. Nein. Was sagt man denn da? Soll ich mal Hilfe schreien? Nein, mach das nicht. Nein. Wir haben es mittlerweile 16.30 Uhr. Marcel ist nicht müde. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich nach Shibuya. Wir haben die SIM-Karte von Hauke. Dankeschön, Hauke. Ich hätte nicht gedacht, dass er so lange durchhält. Also mir ist das egal, aber ich dachte, der ist müde. Bist du fit für Shibuya? Ich habe Arsch am Spritzwasser in der Hose, weil du so stressen musstest. Ich konnte nicht. Ja, ich will die Bahn kriegen. Was? Ich will die Bahn kriegen. Okay, und wie kriegen wir die jetzt auch? Ja. Ja, die kommt. Ja. Ja. Ja, dann halt die in 2 Minuten. 2 Minuten? Ja, guck. Die kann ich nicht hören. Da. Ja. Gut, wir wollen Shibuya. Wir haben Shibuya. So, das ist jetzt so ein bisschen die normale Geschwindigkeit. Also noch ist nicht so viel los. Aber da hinten staut sich's dann und dann ist das halt ganz entspanntes Laufen. Hast du sie dir größer vorgestellt? Also als ich das erste Mal hier war, habe ich sie mir viel größer vorgestellt. Nee. Nee? Ich finde, es ist eher die Menschenmasse, die halt geordnet ihren Weg läuft, als das Faszinierende, als jetzt die Größe der Kreuzung. So, wer Hachiko nicht geguckt hat, shame on you. Wer Hachiko geguckt hat, das ist der Originalplatz, wo er gewartet hat. Du hast es ja nicht geguckt. Nee, hab ich nicht. Ja, guck mal, warum stehen die wohl alle hier? Hm? Weil der Film vielleicht ganz gut ist, ja. Und es eine schöne Geschichte hat. Ja. Und deswegen halt dieses Andenken gegenüber der Geschichte halt irgendwie. Ja, solltest du mal gucken, ne? Vielleicht. Hm. We'll be right back.
Was sagst du? Ist gut? Ja, ist schon heftig. Ich muss irgendwas mitnehmen. Wir haben noch 2 Wochen, keine Sorge. Ja, ja. Die haben... Das sind doch die... Starter. Oh mein das Gott, sind das, sind die, das sind die... Das sind die krassen gewesen. Ja. Und dann... Oh mein Gott. Und dann hast du hier unten die Arenen. Ja, stimmt, mit diesen. Und das waren die, 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 die da so rauskamen. Ja, ja, ne? Genau, richtig. Ich will haben. So, wir gehen jetzt noch Ramen essen und dann mache ich hier Schluss mit dem Vlog. Ich bin so müde. Ich bin so, so, so müde. Ich gebe auf. Wir gehen jetzt noch essen und dann reicht's für heute. So Leute, ich bin extrem müde. Ich bin seit, weiß ich nicht, wie viele Stunden auf die Beine. 28, 29, 30, I don't know. Oh, es ist jetzt 20 Uhr. Es ging jetzt so weit wie möglich rauszögern zu schlafen. Jetzt wird geschlafen, noch ein bisschen Kram gemacht. Und mal schauen, wann ich dann wach bin. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Vlog gefallen. Und ich würde mich über Feedback freuen, obwohl nö. Obwohl doch. Ach, ich weiß, es wird eh gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Ruhe und Entspannung in Deutschland. Lasst euch nicht ärgern. Und ich bin so müde. Alter, ihr könnt euch nicht, ich bin so müde. Mitternacht. Tschüss.